Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dying Light 2 Stay Human Uncut. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und ein Dankeschön an alle, die meine letzten Videos bewertet haben. Ich habe jetzt die Mission hier nochmal komplett neu gemacht und ja, es war ein Bug. Es war ein Spielfehler. Der Kasten ist hier aktiv, weil wenn wir den Strom nämlich anschalten, war der vorhin nämlich so halbwegs aus. Ne? Und das darf hier eigentlich nicht sein. Hui. So. Dann rennen wir jetzt hier rüber, packen da den Stöpsel rein und dann war's das auch schon. Da müssten wir eigentlich raus sein. Hoffentlich. Oh, jetzt ist der Akku von meiner Uhr leer, ich glaub's nicht. So. Da lädt's wieder. So, ach, das ist eine Puppe. Bewegt das Ding sich nicht? Jetzt, wo muss B hin? Jetzt sag mal nicht runter. Doch, natürlich unter Wasser. Nee, das sind keine Puppen. Das sind sogar Infizierte. Alles klar. Aber wo muss ich hin mit B? Anderen Seite verschlossen. Also ich gucke jetzt erstmal, wo ich mit B überhaupt hin muss, damit ich nicht die ganzen Kabellänge verschwende. Ja, hier muss ich nicht hin. Oh, liegt hier viel Stuff. Aber wenn man so viel Loot findet, ne, dann kann das nur heißen, dass man einen Bosskampf findet. Werkzeug? Seit wann finde ich denn Werkzeug? Ja, seit jetzt, Tana. Ja, ich weiß. Ach komm. Den Stress gebe ich mir jetzt nicht. Tauch drauf. Ja, dann müssen wir jetzt hier lang. Ah, okay. Weiß ich Bescheid. Na los, Aiden. Schwimmen, als wäre es noch nie zuvor geschwommen. Genau, jetzt können wir das nämlich hier auch aufmachen. Sehr schön. Müssen wir doch eigentlich hier hochkommen. Ja. So geht das. Oh, diese Immunität schon wieder, ne? So, und jetzt ganz schnell hier runter. Na los, tauch ab. Oh, das Kabel wird sogar richtig knapp. Also wenn das mal nicht ganz genau reicht, ne? Gerade noch so einen Meter übrig. Gut, die Aufzüge funktionieren. Perfekt, ich hab's geschafft. Schon mal eine Medaille erhalten, Pilger? Noch nie. Ich schnitz dir eine. Aus einer Kartoffel. Wir richten ein provisorisches Lager ein. Wir sehen uns im achten Stock. Ich schnitz dir eine aus einer Kartoffel. Ja, moin. Was machst du das? Ich will nicht in den Keller, ich will den achten Stock hoch. Aber jetzt stürzen wir gleich ab, ich kann wetten. Oh, nochmal gut gegangen. Warte mal.
Ha! Das kenne ich sogar hier alles. Ja, hier bin ich lang gekommen. Nee, hier bin ich nicht lang gekommen. Doch, hier bin ich lang gekommen. Ah, da bin ich in den Aufzug hochgeklettert. Oder? Nee, keine Ahnung. Wo ist Leon? Tut mir leid, Row. Er hatte keine Chance. Ich wusste, es war eine scheiß Idee, hierher zu kommen. Ich hab was für dich. Als Dank für das, was du für meine Jungs getan hast. Ich weiß, du hast wirklich versucht, ihnen zu helfen. Was ist das? Ein Annäherungssensor. Die GAI hat wichtige Güter mit besonderen RF-Chips markiert. Das könnte noch nützlich sein. Sobald alle Antennen funktionieren, kannst du damit wichtige Container und solches Zeug aufspüren. Weiß Gott, was uns erwartet, wenn wir erst aufs Dach kommen. Aber du bist nicht allein. Du hast all meine Männer bei dir. Und Lieutenant Rowe selbst. Kommst du? Ich hab genug davon, von hinten zu befehlen und meine Leute sterben zu hören. Na, dann los. Wir warten auf Matt. Er bringt den Transmitter und überwacht die Operation von hier. Also hast du Zeit für ein kleines Nickerchen oder für ein großes Geschäft, aber bitte außerhalb des Lagers. Nee, ich kack dir jetzt direkt hier unter den Tisch. Brauchst du gar nicht so dämlich gucken. Ich mach das, glaub mal. Oh. Kann zum Entdecken von Hemmstoffen genutzt werden, die... Funktürme. Alles klar. Ist nicht das Ritz, aber so ist es nun mal. Ach guck, ich hock mich jetzt hier hin. Warte. Geh in die Hocke. So, jetzt. Gönn dir. Ein schönes, saftiges Häufchen. So. Kann jetzt auch mal wieder aufstehen? Danke. Oh, wir sind wieder draußen. Moin. Kann ich mitkommen? Nach dir. Was denkst du über die Mission, Aiden? Ganz ehrlich? Also optimistisch bin ich nicht. Schon klar. Langweilig. Das ist ein ziemlicher Mist. Aber Lieutenant Rowe rettet den Tag. Schon vergessen? Rowe ist auf jeden Fall ein beinharter Kerl. Klar ist er das. Du kennst seine Geschichte, oder? Hast du die Brandnarben auf seinem Gesicht und Hals gesehen? Ich war da, als er in eine Dark Zone rein ist, nur um einen einzigen Gefreiten zu retten. Ja, der Kerl kann echt knüppelhart sein, aber... nicht viele Leute würden so viel riskieren wie er. Verdammt, ja. Na gut. Schlafenszeit allerseits. Nur einen Augenblick, die Herren. Ein Schlummertrunk. Wow! Astrein, Lieutenant. Auf unsere gefallenen Kameraden. Auf die Gefallenen. Und schöne Frauen. Warum willst du nicht auf deine Frau trinken? Alles klar, Jungs? Alles klar, Lieutenant. Haben schon Schlimmeres erlebt, oder? Wisst ihr noch, die Schattenjäger am alten Hafen? Boah, das war ein Gemetzel. Ja, und wir haben es durchgezogen. Noch eine gute Geschichte, die wir zu Hause erzählen können. Stimmt's? Stimmt. Irgendwas beunruhigt mich, Aiden. Diese Abtrünnigen. Was ist mit ihnen? Sie sind überall. In der ganzen Stadt wie Kakerlaken. Aber hier, die größte Antenne der Stadt. Strategisch wichtig. Und kein einziger Abtrünniger. Aber nichts, was die tun, ist eigentlich planvoll und vernünftig. Stimmt. Zuerst hat jemand den Strom eingeschaltet. Keine Ahnung warum. Und als ich den abtrünnigen Offizier verhört habe, er faselte was von GAI-Einrichtungen, die sie versuchen zu finden. Er gab alles keinen rechten Sinn. X-13 oder so ähnlich. Ich frage mich, was die vorhaben. X-13. Von dem Ort habe ich schon mal gehört. Ach echt? Was hast du gehört? Ich weiß, dass Walls ebenfalls danach sucht. Irgendeine Ahnung, wo der Ort sein könnte? Wenn es ihn wirklich gibt, dann könnte es ein GAI-Komplex sein. Streng geheim, gut versteckt. Aber wenn wir mit diesem Scheißding fertig sind, kriegen wir vielleicht raus, was es ist und finden es vor ihnen.
Aber jetzt erstmal Schönheitsschlaf. Die Infizierten mögen uns lieber, wenn wir frisch sind. Das war eine schöne Melodie. Spiel noch was. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die haben die Updates jetzt so geil hinbekommen, dass selbst der Regen heftig aussieht, also richtig gut. Dein Obermacker ist da. Los, habt ihr das gerade mitbekommen? Habt ihr gerade drauf geachtet? Hat Matt den Transmitter gebracht? Also ich bin baff. Ach, Gott sei Dank, es ist Tag. Wer ist das hier? Nee. Bisschen schnuckelig, oder? Hä? Wer hat seinen Finger in meinem Arsch? Doch, das ist er doch. Das nenne ich schnuckelig. Aiden, bisher machst du alles sehr gut. Ah, man tut, was man kann. Richtig, Ro? Gute Neuigkeiten für dich. Ich habe Informationen über einen gewissen GRI-Arzt. Wer ist das? Wo? Ich brauche noch Zeit. Erledigen wir erst diesen Auftrag hier. Geh mit der Truppe auf den Turm und montiere den Transmitter. Ro bleibt hier unten bei mir. Ich gehe auch. Ro, fängst du jetzt wieder an? Ernsthaft? Wir haben einen Plan. Scheiß auf den Plan. Wer weiß, was da oben ist. Ich schicke meine Jungs da nicht allein rauf. Scheiß auf den Plan? Ich verliere nicht nochmal einen Trupp. Du weißt, ich muss gehen. Komm verdammt nochmal wieder, klar? Natürlich. Wenn ihr was braucht, könnt ihr mich über Funk erreichen. Ich bin okay. Los geht's. Boss, alles klar? Jetzt geh schon. Der ist infiziert. Könnte ich wetten. Ich glaube sogar fast jetzt mittlerweile dran, dass der mit Waltz gemeinsame Sache macht, dass er auch so ein kleines Versuchsexperiment ist, weil er einfach mächtiger werden will. Nein, Gesporski, Scheiße, nein. Bitte. Ich flehe dich an, ich gebe dir meine letzte saubere Unterhose, wenn du uns noch einen deiner Witze ersparst. Ganz ruhig, Herrschaft. Gesporski, Scheiße. Tut mir leid, Boss, kein Piep mehr von mir. Du singst schief, Trottel. Das geht so. Wow. Commander, was ist da los? Der Aufzug hat angehalten. Der Strom spinnt wieder. Ist ein großes Gebäude. Wir sind dran. Zu viele Personen in einem Aufzug nach so langer Zeit. Also gut, Jungs. Reparatur wird dauern. Wir können nicht warten. Von hier aus geht's zu Fuß weiter. Auf welchem Stock seid ihr? 30. Das heißt also noch 50 bis zum Dach. Gut, ihr habt den Kommandanten gehört, Jungs. Macht auf und los geht's. Jetzt kommt ein Schattenjäger unser Kalo. Jetzbowski. Spähposten. Jetzbowski, Achtung! Sieht sauber aus. Jetzbowski! Oh nein. Scheiße. Ah, fuck.
Eigentlich ist die Folge schon vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!